Moin mein Freund und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kress Garage. Heute soll es um ein Restaurationsvideo gehen und zwar von diesem sehr, sehr schönen Landfrieder. Den habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen im Urlaub gekauft, kommt auf einem CC01 daher, war richtig günstig. Ich glaube, ich habe so um die 45 Euro für das ganze Fahrzeug bezahlt. Es ist in einem miserablen Zustand auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick habe ich sehr viel Potenzial entdeckt. Der Wagen kam zuerst 2013 raus. Ich bin sehr froh, ihn zu haben. Das heißt, in diesem Video wird diese Restauration von dieser Karosserie umgesetzt. Also viel Spaß mit diesem Video hier. Und jetzt geht's los hier. Viel Arbeit liegt vor uns. So, aufgenommen habe ich das Video, glaube ich, 2021 und jetzt gerade habe ich es wieder entdeckt. Der Landfrieder auf dem CC01 ist ein ziemlich cooles Fahrzeug, wie ich finde. Er sieht ziemlich cool aus, erinnert mich immer so ein bisschen an Cole Sievers, die Fallout Guys. Und hier habe ich eine Version gefunden, die war sehr günstig, hat jemand in sehr jungen Jahren zusammengebastelt. Die Anbauteile sind in einem sehr guten Zustand. Die Karosserie ist grundsätzlich heile. Aber man muss noch ziemlich viel dran machen. Die Lackierung ist miserabel. Die Fenster sind komplett durchlackiert. Es gab keine Fenstermasken. Die Karosserie ist von innen lackiert. Von außen wurden Fenster durch schwarzes Gaffertape angedeutet. Und ich bin jetzt gerade dabei, mit einem etwas zu kleinen Kreuzschraubendreher sozusagen hier die Anbauteile abzubauen. Die sind alle in einem sehr guten Zustand. Das heißt, da gab es keine Überschläge oder ähnliches, sind keine Kratzer drauf. Die sind auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Also im Geschäft gibt es sie gar nicht mehr. Wenn man mal Glück hat, kriegt man sowas eigentlich nur an einem Fahrzeug verbaut und wenn sie gefahren sind, meistens verkratzt. So, jetzt kommt ein bisschen schwereres Gerät zum Einsatz, hier mein Akkuschrauber. Manche sagen damit, ich mache meine Fahrzeuge kaputt. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Man muss sie halt nur richtig handeln. Das heißt, gucken, wenn es zu kurz bevor es halt zu fest ist, ein bisschen lockerer das Ganze lassen. Also ich baue jetzt mal hier die schön verchromten Anbauteile an, auch vorne die schöne Stoßhängerleiste sozusagen mit den, wie sind es, 5 extra Leuchten. Leider keine Sticker drauf, das heißt, es ist auch ein so ein Teil, nicht alle Sticker waren jetzt hier dabei, aber da, da sehen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Jetzt habe ich erstmal alle Anbauteile abgemacht und jetzt gucke ich mir die Sticker an und ihr seht schon, irgendwie das ganze Auto ist zwar dreckig, die Sticker sind dann noch drauf und ich versuche jetzt mal ordentlich gleich die Sticker so ein bisschen abzuziehen. Ich überlege noch, wie ich das am besten mache. Jetzt habe ich mir gedacht, ah, warte mal, wenn ich die abgeklebt, abgenommen habe, klebe ich die mal hier in meine Werkzeugkiste rein. Dann habe ich auf jeden Fall einen sicheren Untergrund, wo ich die aufbewahren kann, damit die nicht zustauben. Und da hatte ich jetzt Glück, dass die Sticker recht gut eigentlich abgingen. Auch immer noch eine Klebekraft hatten. Ansonsten gibt es da so extra Kleber, womit man Sticker nachher nochmal wieder aufkleben kann. Also der Frontscheiben sind auf jeden Fall schon mal da. Die sind ja ein bisschen schwerer zum selber gestalten. Es waren nicht alle Sticker auf dem Fahrzeug drauf, muss man auch sagen. Also der Erbauer hat nicht alles ausgeschnitten und aufgeklebt, was dabei war. Das heißt, da ist eh noch ein bisschen Kreativität von mir gefragt, was man da machen kann. Und ja, jetzt lassen wir noch ein bisschen schneller hier spulen. Ich knibbel in der Zeit die Sticker ab. Den Landfrieder gab es, wie gesagt, in dieser braunen Version das erste Mal 2013. Auf dem CC01 2017 kam er dann nochmal als Metal Black Edition raus, mit etwas anderen Felgen und halt einer schwarzen Verchromung. Sah auch sehr cool aus. Und dann war es das erstmal wieder. 2021 kam er nochmal raus auf dem TT02 FT. Das ist dieses kettengetriebene Fahrzeug auf dem TT02. Da gab es bis jetzt auch nur ein Fahrzeug raus. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob der wirklich irgendwo gut angekommen ist. Also das sind so die drei Versionen und von dem Landfrieder Quad Track, da gibt es auch noch die Karosserie und den Stickersatz zu kaufen. Allerdings hat der einen anderen Stickersatz, das heißt, der hat andere Sticker benutzt, was jetzt das Grunddesign angeht. So, jetzt habe ich erstmal die Sticker hier gesichert, beiseite gelegt, jetzt kann da nichts mit passieren. Und jetzt mache ich einen Effekt, jetzt mache ich etwas, das gibt es eigentlich eher, das macht man meistens sehr, sehr spät. Nein, meistens sehr, sehr früh, wenn man sein Modell fertig hat. Was ich nicht auf den Fotos gesehen habe, auch bei der Online-Sache, die er auch hochgestellt hatte, dass die Schutzfolie, die außen auf so einer Karosserie drauf ist, die man eigentlich nach dem Lackieren abmacht, immer noch drauf ist. Und das hat jetzt für mich den Effekt, dass ich jetzt vorne diese Schutzfolie nochmal vom ganzen Fahrzeug abziehen kann und darunter eine astreine Karosserie ohne Kratzer, ohne Schramm zum Vorschein kommt. Der Lack sieht nochmal wieder richtig gut aus, auch wenn der Lack darunter ziemlich miserabel lackiert ist.
Aber da war ich sehr froh, dass ich das gesehen habe. Dadurch wusste ich, okay, die Karosserie wird in gutem Zustand darunter sein. Jetzt nehme ich das hier ab mit den Gaffer-Tape-Fenstern, die er sich aufgeklebt hat. Da werde ich gleich noch zukommen, dass wir das nochmal wieder richtig schick machen. Aber da habe ich richtig Glück gehabt. Und man müsste bei den Fotos mal gucken, wenn ihr so online sowas sucht, wenn die so sehr matt sind und sich so an den Kanten, da wo die so ein bisschen Schramm haben, so ein bisschen aufwellen, dann weiß man auf jeden Fall, oh, da ist wahrscheinlich noch die Folie mit drauf. Da muss ich das auch gleich sauber machen, weil hier hinten der ganze Staub ist ja auf der Folie drauf und darunter kommt ein astreiner Lack, wenn er schön lackiert wäre, zum Vorschein. Aber ich bin damit erstmal sehr zufrieden und noch die letzten Stücke hier weglegen. Und dann haben wir jetzt eine sehr schöne, glänzende, braun lackierte Karosserie. Von innen drin uselig lackiert. Ich weiß gar nicht, womit sie das lackiert haben. Was das für ein Lack war, wie man so arbeiten kann, dass das solche Laufnasen hat und so ungleichmäßig lackiert ist. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist meine Lexan-Schere nehme die mit der runden Schneidefläche und damit gehe ich jetzt nochmal sozusagen alle Kanten nach, weil das ist auch sehr stümperhaft hier geschnitten worden. Zum Glück meistens außerhalb der Originalschnittkante, das heißt, ich muss einfach nur an die Originalschnittkante wieder zurückschneiden und habe eine sehr schöne Fläche. So ein, zwei Stellen gab es, wo es nicht so gut geklappt hat, hier vorne zum Beispiel, oder ist das hinten? Hinten an der Fläche in der Mitte von der Stoßstange, da war es ein bisschen tiefer. Aber das versuche ich jetzt einfach gut anzupassen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es die Karosserie immer noch, falls man die mal neu kaufen müsste, vom 58690 Land Freighter Quadtrac. Und der Bush Devil, der hat die Karosserie auch gehabt. Da ist natürlich noch schwerer ranzukommen, aber der hat die gleiche Karosserie benutzt. Falls ihr auch also mal einen Bush Devil restaurieren wollt, könnt ihr euch vom Land Freighter die Karosserie holen. Dann seid ihr auf jeden Fall da schon mal auf der günstigeren Seite. Ich schneide jetzt hier also schön weiter die Karosseriekanten wieder sauber. Auch die Radläufe nochmal schön sauber. Und da hole ich mal ein bisschen nochmal näher ran. Dann seht ihr das nochmal ein bisschen genauer. Sind wir hier übrigens immer noch schön im Urlaub. Oben in Lübeck haben wir immer Urlaub gemacht. Da war ich jetzt auch schon ein paar Mal im Glashaus und im Megadrom. Lübeck, die Rennstrecke hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Aber da war zweimal keiner da, wenn ich hingefahren bin. Oder es sind nur so Nitro-Verbrenner gefahren. Und da habe ich jetzt nicht so richtig den Anschluss zu gehabt. Hier seht ihr mal von innen drin den Lack, was er da reingehauen hat. Also oben in der Fahrerkabine gab es eine richtige Pfütze an Farbe. An den Seiten ist komplett runtergelaufen. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ob man da direkt beim ersten Mal viel zu viel Farbe reingesprüht hat, die dann runtergelaufen ist. Darum sind die Seitenwände auch so dünn lackiert. Gibt auf jeden Fall sehr viele Laufnasen. Ja, nochmal die Karosserie nach. Schneiden so ein bisschen, damit es gut aussieht. Schön die Kanten nochmal rund machen. Ah, sieht schon mal sehr gut aus. Der Wagen nimmt Form an. So, wenn wir das geschafft haben, dann geht es gleich nach draußen. Dort werde ich mich dann mit dem Lack beschäftigen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich nehme nicht den kompletten Lack raus. Das hätte man eigentlich machen sollen. Da hatte ich jetzt aber im Urlaub nicht die Muße zu und ich hätte auch keinen Ersatzlack mit. Ich hätte noch überlegt, ob ich mit dem noch so ein paar schöne Fahrbilder schon mal wenigstens machen möchte. Ist aber nicht mehr zugekommen. Aber ich habe an dem Fahrzeug weitergearbeitet. Also jetzt ist die Karosserie fertig ausgeschnitten und wir gehen mal raus zur Lackbearbeitung, denn ich möchte ja so ein bisschen Frischluft haben dabei. Das ist immer ganz gut und ja, wir haben halt draußen, ne? Da kann man das mal machen. Ich benutze jetzt von Castle den Paintkiller, den gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal hier so als Flüssigkeit in der Flasche und es gibt ihn zum Sprühen, wenn man großflächige Flächen wie ganze Karosserien entlacken möchte. Ich benutze jetzt hier sozusagen nur die Flasche und ein ganz normale Abschminkpads oder Pads. Da müsst ihr aber aufpassen, dass das halt ganz normale sind, also nicht die welche, die schon getränkt sind mit Flüssigkeit. Und jetzt mache ich erstmal wild die Fenster, die Scheiben mache ich wieder sauber. Das heißt, das, was er hier alles lackiert hat, nehme ich jetzt hier raus. Und ihr seht schon, die erste Schicht greift recht schnell. Die Farbe lässt sich recht schnell gut lösen. Ich mache trotzdem mal so ein bisschen schneller hier und versuche jetzt sozusagen mit den Wattepads, die ich ab und zu auch wieder auswechsel, immer wieder sozusagen mit ein bisschen Druck diese Scheiben sauber zu machen. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt mache ich mir die Seitenscheiben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich hinten die Fenster, die Scheibe auch frei gemacht oder habe ich die zugelassen? Auf jeden Fall lässt sich die Farbe recht gut lösen, wenn ihr die Pads öfters mal wechselt. So, jetzt haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Es ist noch nicht hundertprozentig fertig und gerade bis zu den Seiten bin ich auch so ein bisschen weit gekommen. Das heißt, ich habe auch ein bisschen über die Kanten hinaus gearbeitet, aber mit dem Painkiller von Carson ging das recht gut. Ich verlinke euch den auf jeden Fall mal unten drunter.
Jetzt müsste man auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen und ich halte es mal hier gegens Licht, damit ihr mal richtig die Farbe seht, wie schlecht die eigentlich ist. Hinten drauf fast gar keine Farbe, komplett durchsichtig. Dafür ist das Dach irgendwie so eine halbe Dose drin. Da müsste man sehr viel machen oder jetzt nochmal nacharbeiten. Dafür müsste ich dann aber wieder sozusagen Fenstermasken von innen reinlegen. Die könnte ich nochmal so ein bisschen weiter machen. Da habe ich übrigens ein kleines Loch in der Seite, in der Karosserie drin. Das ist so ein bisschen schade, aber wie gesagt, man kann die Karosserie noch nachkaufen. Aber jetzt wollte ich das erstmal so lassen. Nächster Schritt ist jetzt für mich, Anbauteile wieder drauf dran bauen. Alle, die ich da hatte, habe ich mir auch in der Dose aufbewahrt. Ne, ich fange erstmal mit den Stickern an und habe ja noch so ein gutes Glück. Und die kleben halt auch noch recht gut, das war auch noch recht schön. Ansonsten, ja, wie gesagt, Stickersatz hierfür ist auch sehr schwer zu kriegen. Den vom Landfrieder Quadtrack kriegt ihr. Da sind natürlich auch sowas wie Fenster und Fenstermasken und Scheinwerfer und ähnliches sind da drin. Aber ihr habt nicht die Original Streifenlackierung. Also es gibt so ein, der Landfrieder hatte so einen Sportstreifen, sage ich mal, der die Tür runterlief und nach hinten gelaufen ist. Den habt ihr nicht drin, da ist ein anderes Design drin. Aber so ein paar der Sticker könnt ihr da natürlich auch verwenden. So, ich überlege jetzt nochmal, hatte keine Bauanleitung mit, das heißt, hier sind jetzt die Unterlegplatten. Da gibt es einmal oben unten eine kleine für die Stoßstange und oben dann nochmal die große. Genau, oben kommt die kleine rein, unten die große, die breitere. Die werden jetzt schön festgeschraubt. Geht recht gut und schnell. Hinten der Überrollbügel kommt auch noch rein, der hat auch noch so kleine Unterlegscheiben drauf gehabt, die jetzt erstmal vergessen, den baue ich glaube ich gleich nochmal an. Wird noch ein bisschen sauber gemacht. So, jetzt kommt die Unterlegscheibe drauf für die vorderen Teil, die größere. Die werden hier auch schön angeschraubt. Ja, und so in der Art funktioniert das. Mich würde mal interessieren, was war denn so euer letztes Restaurationsprojekt? Oder wollt ihr auch noch mehr davon sehen? Also wollt ihr öfter sehen, wie ich Karosserien und ganze Fahrzeuge restauriere? Ich habe das ja schon mal gemacht, vor mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Zeit. Könnt ihr aber eigentlich öfters machen. So, jetzt entgrate ich unten drüben nochmal die Stoßstangen, damit die ein bisschen besser, die Überrollbügel, damit die ein bisschen besser sitzen. Die waren auch ein bisschen stümperhaft aus dem Gussträger sozusagen rausgenommen. Aber ansonsten recht gut. Also die Plättchen unten drunter und wieder festschrauben. Also wie gesagt, was waren eure letzten Projekte? Schreibt das mal gerne unten drunter. Falls ihr zu diesem Projekt auch jetzt schon irgendwie Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch drunter schreiben. Ich werde dir auf jeden Fall versuchen zu beantworten. Da jetzt ja eh bald unser Umzug ansteht, habe ich auch noch so ein paar Projekte, die ich fertig machen muss. Das heißt, es wird auch mal bald nochmal ein Video geben, wie ich den CC01, das Chassis sozusagen, fertig mache. Jetzt bin ich nur überlegen, wo könnten jetzt hier diese Sticker hin, die ich hier noch habe. Habe ich ein bisschen freier übrigens geschnitten. Die waren auch sehr grob ausgeschnitten. Dadurch kann ich auch so ein bisschen noch den Dreck, der da mit dran war, verhindern. Den klebe ich mal hier unten an die Türen. Ist nicht die Originalposition. Ich glaube, die gar saßen vorne und hinten unter der Stoßstange. Auch der Kühlergrill müssen wir nochmal gucken, was man da macht. Aber ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe jetzt auch leider keine Fahrbilder mehr davon. Werden aber auf jeden Fall nochmal welche kommen, wenn ich den Wagen fertig gemacht habe. Gerade das CC01 hat mich sehr interessiert. Da habe ich einige schöne Projekte noch hier, die darauf warten, fertiggestellt zu werden. Aber jetzt bin ich erstmal so grob fertig. Die restlichen Sticker lege ich mal beiseite. Ich glaube, da kleben sogar immer noch welche in meiner Werkzeugkiste mit drin. Ja, und das ist jetzt hier der Landfrieder, wie er von mir aus jetzt im Urlaub restauriert ist. Da fehlen so ein paar Sticker, die könnte ich jetzt zum einen mit meinem Plotter selber schneiden. Das heißt für die Fenster, für die Türgriffe und so ein paar Zierleisten. Oder man muss sich auf die Suche machen, um den restlichen Sticker zu finden. Ja, lasst gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Empfehlt mich weiter an Leute, die auch gerne sowas sehen wollen. Ansonsten sage ich jetzt schon tschüss, bis bald, euer Chris.